Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen und somit auch willkommen zu der letzten Folge dieser Woche. Wir sind gerade bei Hooch, wie ich den nennen, oder Huck, ich weiß es nicht. Habe ich mal kurz geguckt noch, wo die neue Handelsroute ist und zwar ein bisschen so, wie ich befürchtet habe. Wir müssen erstmal in die Wüste, ist aber kein Problem, da freue ich mich drauf, weil das doch das Biom im Endeffekt war, wo ich ja meine nächste Base bauen wollte. Und da fängt es dann an, so Stufe 4 Quest zu kommen. Und es sind 2,7 Kilometer. Pass auf, ich gucke mal, dass ich hier mal ein bisschen sauber rauskomme. Wir fahren dann hier runter. So machen wir das. So machen wir das. Da kommen wir locker hin. Und wir fahren gemütlich dorthin, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich noch nie dort war. Und ich möchte einfach, dass wir gemeinsam diese Map aufdecken. Ich könnte natürlich jetzt bis zum Anfang der Wüste skippen. Aber ich hatte ja gesagt, das machen wir nicht. Den Wolf lassen wir kurz mal geschmeidig stehen, ne? Der hat eh kein Interesse an uns. Der weiß ganz genau, wie der Hase läuft, ne? Und hat der Pech. Und ist ein Kopfkürzer. Und das wollen wir jetzt nicht, deswegen lassen wir das so. 2,5 Kilometer. Junge, du hast Sprit dabei, das ist super. Jetzt war ich aber überlegen, pass auf, wenn ich ja gerade schon hier runterfahre, ne? Ne, wir machen keinen Umweg. Wir fahren direkt dorthin. Ich hätte noch kurz überlegt, lass uns doch kurz mal noch bei uns einen Abstecher machen, kurz auszuladen, aber das machen wir nicht. Das mache ich tatsächlich in dem Fall mal wirklich off-cam, dass ich die Lootkiste einsammeln gehe, weil da sind ja die ganzen Mods und Co. noch drin. Die wir im Endeffekt auch nicht brauchen, aber ihr wisst ja, so das Sammlerherz, also mein Sammlerherz und Johnnys Sammlerherz, das schlägt immer sehr hoch. Dann kurz mal hier um die Kurve noch. Wir müssen halt sammeln, ne? Das ist unsere Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir sind große Sammler, leidenschaftliche Sammler. Wir haben ja auch schon viel Geld, weil wir auch knistig sind ohne Ende. Deswegen geben wir auch fast kaum was aus. Wir verkaufen nur. So ist das im Real Life, ne? Okay, hier ist ja der Poppenpilz. Die hatten wir ja auch schon mal aus Quest, ne? Nee, wir haben den nur so geplündert, oder? Kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, den haben wir nur so geplündert. Oder hatten wir den noch aus Quest? I don't know. Auf jeden Fall ein mega geiles Gebäude. Okay, 1,9 hätten wir noch. Was kann ich euch dann für diese Woche noch erzählen? Also, pass mal auf. Diese Woche war für mich privat eine sehr interessante Woche, weil meine Hunde, interessiert zwar jetzt wirklich keinen so wirklich, aber ich erzähle es euch trotzdem, unsere Kleine, die ist läufig zurzeit, ne? Und das ist unfassbar ätzend, weil, ne, die außer rammeln will die nichts anderes machen und natürlich hat sie ein Höschen an, damit sie nicht als voll blutet oder so. Aber, ne, die hat dann so eine kleine Macke, ihr Stuhlgang ist dann nicht mehr so gesund, sagen wir mal so. Warum sie das hat, weiß keiner, ist aber jedes Jahr das Gleiche bei ihr. So. Und die hat nichts Besseres zu tun, wie die ganze Woche schon, mich Tag und Nacht wach zu halten. Weil tagsüber schläft die, tagsüber muss ich ja aber arbeiten. Und nachts, so, ne, dann liegt sie schon auf der Couch aus 10 Uhr, 11 Uhr, dann pennt die noch tief und fest. Und so gegen 11:30, 12 gehen wir dann immer pennen. Also schlafen und dann fängt sie an 12:30, erste Mal raus, das zweite Mal um 13:30. Okay, dann denkst du, okay, geil, dann 14:30, cool, zum dritten Mal. Dann hat sie aber bis 16:30 dann gewartet, das vierte Mal. Und dann morgens um 17:30 dann nochmal. Also super geile Nächte, die ich hinter mir habe. Zwischen 4 bis 5 Mal pro Nacht darf ich jetzt raus mit ihr. Und ich muss euch sagen, ey, wenn diese Läufigkeit wieder vorbei ist, bin ich umso glücklicher, ne? Die erste, also wir sind im Endeffekt in der letzten Woche angekommen jetzt normalerweise, wenn das gut läuft. Aber ein bisschen heftig, ne? Also ich bin ratsch kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kaum geschlafen die ganze Woche. Aber so ist es, ne? Und vor allem, ja, dich knüppel mal direkt weg, weil du wirst mir nur Stress. Oh, das war ein schöner Basie-Schlag, ne? Home One, würde ich mal sagen. Aber die Gegend hier sieht wirklich geil aus, ne? Es ist im Warm, aber ist mir egal. 900 Meter durch die Wüste kriegen wir hin. Bis dorthin habe ich meine Story auch fertig erzählt. Und könnt ihr ja vorstellen, wenn man kaum schlafen kann, trotzdem arbeiten muss und alles so machen, dann ist der Tag sehr träge und sehr lang. Und unser Bett ist oben, Studio ist hier unten und Wohnzimmer ist dann hier so rechts neben mir. So, und da ist auch der Ausgang für den Garten. Also, könnt ihr ja vorstellen, ne? Erstmal im Bett gepennt, immer Stufen runter raus, das machst du dann 2-3 Mal und dann denkst du, nee, weißt du was, ich lege mich auf die Couch und wenn sie raus muss, dann lass sie direkt raus. Das heißt, ich habe die letzten Nächte auch auf der Couch verbracht. Was super geil ist. Moment, ich fahre ja irgendwie gerade ein bisschen falsch, ne? Aber wir fahren über die Straße, das machen wir, ne? Wir fahren erstmal hier weiter über die Straße und dann biegen wir ab. Genau. So, pass auf. Und ist ja dann mega geil, verbringst mal ein paar Nächte auf der Couch und was passiert, ne? Umso älter man wird, der Rücken, der verträgt das irgendwie nicht mehr so, ne? Jetzt habe ich natürlich unfassbare Rückenschmerzen dadurch. Aber alles das für das Wohl des Tieres, damit sie sich besser fühlt, ne?
Naja, ich habe viele Theorien, warum das so bei ihr ist, immer wenn sie ihre Läufigkeit hat. Die dehydriert auch nicht oder so, wer sich jetzt Gedanken macht. Die trinkt sehr viel, die isst auch sehr viel. Aber die hat nur Schissi halt, ne? Ist halt so. Kann man halt nichts machen. Und dann will die tagsüber alles super. 3 Spaziergänge macht sie ganz normal mit, wie sich das gehört, ne? Aber in der Nacht, da kommt der Flitzkacke, ne? Entschuldigung, Leute, aber ist halt so, ne? Dann steigt die Power bei ihr. Das war gerade ein Kojot, ne? Den ich einfach mal komplett ignoriert habe. Naja, was halte ich hier von? Das sieht alles gut aus hier. Boah, trotzdem, ich glaube... Ah, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich hier weg... ob ich nur hier durchquetschen... Nee, wir lassen uns hier Zeit. Wirklich ohne Scheiße, wir lassen uns hier Zeit. Wir questen hier schön gemütlich. Ich wollte unbedingt in dieses Biom reinkommen. Ich will zwar auch in das andere gehen, weil da geht es ja angeblich so richtig krass ab. Aber hier ist auch cool. So, naja. Wir sind schon ein bisschen dran vorbei, aber ich will gerne über die Straße mal fahren. Ich hätte gerne, dass sie mich irgendwann mal reinleiten. Wird ja hoffentlich demnächst mal kommen. Dann habe ich wenigstens mal die Hauptadern mal freigeschaltet, ne? Das würde ich gut finden. Du bist auf dem Weg oder rennst einfach durch die Wüste, ne? Du bist auch for free und so. Pass auf, aber allzu weit will ich jetzt auch nicht hier runterfahren, weil jetzt sind wir ja schon am Händler vorbei, ne? Pass auf, dann ziehen wir jetzt trotzdem mal Craftheld ein, weil das macht ja jetzt keinen Sinn, ne? Wir sollen mal gucken, dass wir hier vernünftig ankommen. Hier ist ja auch Ölschiefer. Oh ne, ist das ein Canyon? Da komme ich nicht durch, ne? Ach, guck mal, er ist auch so gut. Oh, habt ihr das gesehen? Wie in die Halfpipe wie früher, ne? Zack, reingesprungen. Du kannst einfach hier hochfahren. Da würde ich mich drüber freuen. O2, hast noch für 8 Sekunden. Das finde ich gut. So, super. So macht man das. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Das ist zu steil. Fahr ein bisschen hier drumrum. Aber schön hier am Wasser, ne? Guck mal hier. Haben wir ein bisschen Ausflug hier gemacht, ne? Mit dem Auto. Pass auf, hier werde ich schon hochkommen. Ne, das ist noch zu steil. Aber hier kriegen wir es hin. Hier passt das super. Ich habe euch dabei. Ich habe meine Story nicht für umsonst erzählt, sondern ne, trotzdem. Ich keine Ahnung. Ich glaube, das versteht man sehr gut, wenn man... Ah, hier geht die Straße. Okay, super. Wenn man Hunde hat, ich glaube, das kennt man. Das haben wir alle schon mal mitgemacht. Und wenn es nicht die Läufigkeit ist, ist es irgendwas anderes, ne? Unser anderer Hund, ja, der hat es jetzt so langsam mit den Läufen hinten durchs Alter, ne? Die Arthrose setzt ein. Das ist halt nicht so gut. Was will man machen? Und er fühlt sich aber noch so, als wäre er ein 2-jähriger kleiner Hund oder so, ne? Aber der wird jetzt 12. Hör mal, warum backst du so rum hier? Das gefällt mir nicht. Also, du bist also Bob. Bob, dich kennen wir nicht, oder? Haben wir nicht schon mal so einen Trader? Ah, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kenne ich diese Location, aber ich kenne Bob nicht. Hallo, Bob. Ach, du bist das. Jetzt weiß ich, wer das ist. Hallo, Bob. Lass es eigentlich fühlig gedrückt, ne? Ja, pass auf. Erstmal das Inventar checken. Vielleicht hast du ja mal was Geiles für uns. Geschmiedeter Stahl für 100? Ach so, pro Stück. Ja, wie gesagt, dafür bin ich zu knistig, ne? Das ist mir zu viel. Scheinwerfer, jo, kann man machen. Nein, nein. Oh, ein Chili Hotdog. Oh, mega geil. Esse ich so gerne in real life. Oh, mega gut. Okay, pass mal auf, ne? Einfache Glühbirne ist mir egal, will ich nicht haben. Zeig mal the treasure. So, pass mal auf. Bauplan Raketenwerfer kenne ich. Also, den kann ich schon bauen. Ah, die Jägermod, die interessiert mich gerade nicht. Großvaters Vergisselixier braucht man nicht. Kunst des Bergbaus. Okay, weiß nicht den ganzen Bergbau zu sehr. Du kannst aus Erdstein und Holz kompakte Stapel fertigen, die sich leichter tragen lassen. Okay, das finde ich geil, aber so richtig verstehe ich das nicht. Werde ich aber gleich rausfinden, glaube ich. Okay, so ein Gönner bist du jetzt auch nicht, Bob, ne? Warte mal kurz, ich habe hier ein Problem. Moment. Stapel. Ich suche einfach mal gleich mal nach Stapel, ne? Pass auf. Stapel. Oh, ernsthaft? Aber Moment, das kann das sein, dass ich die Stapeln stapeln kann? Also ich glaube, ich finde das gerade mega geil, aber kann ich denn nicht schon die ganze Zeit 6000 stapeln? Ach so, wie geil ist das denn? Das ist sozusagen eine Kiste oder was? Weil...
Also ich verstehe es nicht hundertprozentig richtig, ne? Also, ist egal. Oh, hast du schön geschrieben. Komm, mach mal Caps Lock wieder aus. Okay, egal, komm. Wir gucken mal, was er uns so anbietet. Hast du irgendwelche Aufgaben? Stufe 4. Jetzt wird's interessant. Beseitige Zombies. Mit der fangen wir heute an, weil die nah dran ist. Weil die Folge ist ja schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Und wir müssen ja jetzt hier ein bisschen sauber alles machen, ne? Wir müssen das ja ein bisschen im Griff haben hier. Ist nur schade, dass es ein bisschen so dunkel da draußen ist. Wir gucken uns hier mal um. Mülltonne leer machen. Super. Bisschen Messing für uns. Das hier lasse ich dir alles mal drin. Ich brauche das gerade nicht. Hier rein. Nichts. Oh. Das so. Das kenne ich von den Amis sowas, ne? Dann kann man so Container kaufen, wo ja Ware drin ist, wo man nicht genau weiß, was es ist. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf Deutsch. Aber ist egal. Wisst ihr, was ich meine, ne? Egal. Richtig geil. Richtig geil. Finde ich cool. So ein bisschen nach dem Motto... Guck mal auf diese... Oh, hier geht's noch weiter. Da ist nichts drin. Habe ich gerade die Schmiede hier übersehen? Nee. Dachte schon. Ach, wie heißen denn Blödsinn? Oh, guck mal hier. Hey, der Schmiede, den Schmiedebauplan. Finde ich geil. Nee. Versteigerungen. Das sind Versteigerungen, ne? So. Kannst du ganz Container kaufen und hier kaufst du eine ganze Box. So ist es. Zerstörte Chemiestation. Ja, das ist ganz im Ernst, das kannst du behalten. Will ich nicht. Nee. Oh, Zementmischer. Auch zerstört. Aber ich hatte bis jetzt noch nie Glück, dass ich irgendwo einen ganzen Zementmischer finde, ne? Aber gut, ist halt so. Kann man ja nichts dran ändern, ne? So, so it is, so it is. So, pass auf, was? Oh, ein Büschle. Bogenschießen für Ranger, Band 5. Feuerpfeile, kein Ranger, fantastisch. Ist, was? Keine Ranger-Fantasie ist vollständig ohne einen, was? Ohne einen Schauer aus Feuerpfeile. Fertige Feuerpfeile und Feuerbolzen. Geil, 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 finde ich geil. Lerne mal. Und dich wollte ich auch noch lernen, ne? Perfektioniere deine Bewegungen und deine Zielgenauigkeit, um maximalen Schaden auszurichten. Verursache 10% mehr Schaden mit Speere. Ich wusste gar nicht, dass ich das Buch noch habe. Lernen. Okay, danke. Wer klopft hier sowieso ein Irrer hier an die Dings? Was fehlt uns so noch? Alles haben wir, ne? Nee. Wo ist so noch ein Gebäude? Da gehen wir mal rein. Ich glaube, die Werkbank fehlt uns. Kann ich mich gerade tatsächlich nicht dran erinnern, dass... Boah, der hat eine ganze Küche hier. Lootentuten. Leute, Lootentuten. Entriegeln. 9 mm im Klo. Da würde ich die auch verstecken. Jetzt geht mal hier. Krieg sie nicht raus. Ich krieg sie einfach nicht raus. Wenn ich jetzt frage, warum ich da so drauf fokussiert bin, weil ich einfach gerne mal eine da raus hätte. Das ist alles. Einfach sich eine gönne, ne? Seine Küche gefällt mir, muss ich sagen. Schönes Design. Bisschen schmutzig, aber Bob verlässt halt sein Dings nicht, ne? Oh, Kühlschrank. Nee. Ja, ist schön. Ist gemütlich hier, ne? Hier ein bisschen Schreibtisch, hat so ein Papier vergessen. Nicht benutzbar. Finde ich cool. Finde ich wirklich sehr cool. Und hier? Ich bin der Herrscher der Welt. Sieht so aus. Gut, das hier gefällt mir jetzt nicht so. Nein, 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 nein. Schaffe ich den Sprung? Nein, den schaffst du nicht. Du brichst dir das Bein und dann ist schon wieder Feierabend. Du musst jetzt gerade eine Zombie-Erledigungsquest machen. Zombie-Erledigungsquest. Oh, wieder schön, schöne Wortwahl, Junge. Ich kann dir helfen. Siehst du? So geht das hier. Pass auf, ich komme mal raus, weil du gehst ja schon ein bisschen auf den Keks. Moment, was ist denn los bei dir? Hau mal drauf. Kann keine Ausdauer mehr und hat Hunger. Ja, erstmal verballere ich die doch. Da kriegst du ja noch wenigstens ein bisschen Durst dazu. Ja, dann lohnt sich das besser, weil da habe ich einfach mal einen Platz mehr frei. Ne? Da ballern wir direkt mal eine Wasserflasche hinten dran. Dann müsste das schon passen soweit. Ne? Ja, ich glaube schon. Guck mal hier. Perfekt. Aber wie krass, so einfach die Fahrt rüber 2,5 Kilometer vorbei war, nur weil ich eine Story erzählt habe. Ne? Ist halt Wahnsinn. Und das ist gut. Ich gehe noch kurz mal zu ihm rein. Damit ich ihm kurz noch hier die Sachen verkaufe, die ich bei ihm geklaut habe. Jo, darfst gerne mein Inventar sehen. Das hier will ich erstmal verkaufen. Die Brille ist Standhaftigkeit weg. Die kannst du kriegen, die kannst du kriegen. Den Zement sollte ich zwar tatsächlich halten, aber in dem Fall verkaufe ich ihn. Ah, du willst nicht alles. Ölschiefer werden wir ohne Ende finden. Nimm. Die kannst... Will er nicht. Kohle.
Kein Verkaufspreis. Okay, cool, dann behalten wir den Rest. Dann behalten wir den Rest. Hier noch ein bisschen scrappen. Das hier ist schon zerlegt. Nägel zerlege ich, das zerlege ich. Zerlege jetzt einfach. Ah, die soll ich noch verkaufen. Damit ich einfach ein bisschen mehr Platz habe, ne? Guck, zerlegen. Ich muss nochmal rein. Ich muss eben die Dings verkaufen. Die willst du aber, ne? Du hast mir sie ja verkauft. Dann verkaufe ich sie wieder zurück. So ist das halt. So, pass auf. Okay. Wir müssen jetzt... Ja, erstmal muss ich den Knüppel. Du scheinst ein Problem zu werden, ne? Die sind hier sehr viel in der Wüste. Also kriegen wir hier ein Geierproblem. Ist nicht schlimm. Da kriegen sie ein bisschen was auf dem Köppele. Und dann geht's denen besser, ne? Dann geiern sie mal eine Runde weniger hier rum. So soll es sein. Pass auf. Jetzt müssen wir das noch irgendwie hier hinkriegen. Also das hier ist nicht gerade der optimale Weg, für den zu nehmen. Aber wir machen das so. Weil wir wollen ja hier diese Quest noch fertig kriegen. Also das hier gefällt mir irgendwie gar nicht. Jetzt sagt mir nicht, dass ich immer hier jedes Mal hier runter und hoch muss. Oh, das tut weh. Nein, tut nicht weh. Johnny kriegt das hin. Noch ein bisschen Willy unterwegs machen soll. Du bist nass. Scheint er aber noch zu schaffen, ne? Ja, Willy unter Wasser. Komm, fahr ein bisschen seitlich. Sein E-Bike ist gleich kaputt, obwohl es ist ja mit Benzintanks, aber ist ja mein E-Bike, ne? So. Nee, das ist... Oh, das ist Ölschiefer. Das ist Ölschiefer. Das ist sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Eine sehr schöne Farbe. Also, sehr schöne Textur. Jukka haben wir auf jeden Fall genug hier. Da haben wir es. Hier sind wir doch vorhin dran vorbeigefahren, ne? Was haben wir denn hier? Eine Pension. Nicht mal Geld fürs Schild hatten sie. Auf jeden Fall, die Tür ist offen. Und dann würde ich aber sagen, wir looten, tuten noch schnell die Dinger hier. Und dann machen wir das, ne? Was für eine Stufe Quest ist das hier? Oh, nee. Andersrum. Andersrum. Pass auf, guck mal kurz rein. Was für eine Stufe ist denn das hier? Eine Dreier. Nur säubern. Ja, dann ist ja nur das Gebäude hier, ne? So kriegen wir das auf. Ja, so kriegen wir das hin. Super, super. Was ist denn jetzt passiert? Copy from no complimented yet, okay? Einfach ignorieren. Das ist ein Problem mit dem Auto gehabt, ne? Weil ich dann noch auf der Stelle stand. Okay, komm. Wir gehen jetzt mal knüppeln. Wir nehmen jetzt mal die Pension hier auseinander. Und dann wird das was. Also, das habt ihr jetzt auch gesehen, ne? Das halbe Haus hat sich gelöscht. Ja gut, es hat Vorteile, ne? Da ist der Endloot. Kommst du rein? Ich helfe dir. Ja, okay. Also, das war definitiv eine Fehlermeldung vom Spiel. Finde ich cool. Auf jeden Fall ist es ein bisschen einfach, so durchs Haus zu kommen, ne? Hör mal, sorgen die Bilder dafür, dass die... es sollte hier nochmal was irgendwie was sein. Weil guck mal, hier steht die Leiter da mittendrin. Oh, das wird noch complicated, das hier. Spawnst du auch wieder? Gut, also ich habe jetzt nichts dagegen, den Endloot direkt zu haben, ne? Aber ich hätte trotzdem gerne eine vernünftige Quest gemacht. Aber so ist das halt. Nicht nur, ich fühle mich ein bisschen platt, sondern das Spiel auch. Ich habe es wohl zu stark belastet heute. So ist das halt, ne? Nehm mal mit, das ist gut, das ist gut. Ah, ein bisschen Muni ist immer gut, ne? Muni, 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 Mai. Fitschi, 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 dai. So, okay. Alles zerlegen, brauchen wir nicht. Entriegeln. Sehr schön. Zwei Säure, super. 5 mm, 5 mm Fall. 9 mm, nö. Ne, komm, lass mal sein. Pass auf. Ist das jetzt dein Ernst? Hier ist eine Wand. Hier ist keine Wand. So, dann muss ich die weghauen. Das Bild nicht weg. Ah, guck mal, ich kann die Wand wiederherstellen. Ne, geht nicht. Geht nicht. Interessantes Gebäude. Macht irgendwie Spaß. Ist die Wand wieder da? Vielleicht passiert das hier genauso. Eine Schatzkarte. Sehr geil. Sarahs Schatzkarte. Eine alte, vergilbte Schatzkarte mit ein paar... Was?
Kritzeleien. Aha, die ich gefunden habe. Okay, die lesen mal, wenn du diese Notiz gefunden hast. Damit hast du heute vielleicht einen Glückstag. Okay, ich wurde von einer dieser Kreaturen gebissen. Und das Fieber hat schon eingesetzt. Okay, das tut mir leid, Sarah, aber danke, dass du noch so nett bist und uns deine Schatzkarte gibst. So, hier, Wände weg. Ja, es funktioniert. Wie geil ist das denn bitte? Wir können einfach das ganze Spiel löschen. Wir haben die das ist hier die Mega-Axt. Ich suche? Da ist nichts drin. Das siehst du ja. Der ist leer. Oh. Dann nehmen wir mit. Ich glaube nur, dass wir diese Quest nicht machen können, ne? Weil irgendwie das so viel gebuggt. Haben wir ein Bild? Ne, jetzt funktioniert es nicht mehr. Bist du hier stable? Das wäre nicht schlecht. Säubere Gebiet. Ich würde es ja gern säubern, ne? Aber ich glaube, wir sind durch. Sie ist halt ein bisschen baggy ist. Das Gebäude da gehört nicht mehr dazu, ne? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich sehe keine Zombies mehr. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass hier unten drunter was ist. Und dass man hier in der Ecke, wo die Klappe hier ist, da. Ich buddel da einfach mal. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja da ja was. Geht ja ziemlich zügig. Buddel mal ein bisschen seitlich an. Ja, da ist nichts. Da hier ist nichts. Ich bin da aber jetzt trotzdem ein bisschen überfragt, ne? Weil. Die ist. Ne, da ist nichts drunter. Bringen wir einmal das Gebäude. Ist kein Zombie da. Den Loot haben wir gekriegt. Also, ich sehe leider keinen Zombie mehr, ne? Da oben ist noch was. Hm. Dann framen wir uns mal hoch. Weil. Ernsthaft, ich kann hier keine Frames setzen. Geil. Der löscht mir die Frames. Tauch. Jetzt tauchen sie auf. Ja, das macht doch keinen Spaß, so, ne? Oh Mensch, ey. Wollte ich die erste Quest hier machen im Wüstenbiom und was passiert? Das Spiel zerbackt. Drinnen bleiben. Ja, hier ist kein drinnen mehr, ne? Also falls euch das noch nicht aufgefallen ist, Leute. Naja, egal. Wir essen noch mal was, weil wir haben noch ein kleines Hüngerchen. Guck mal, die Dose, da kannst du dir gönnen. Einmal Chili, Schamma bis 6, die behalte ich tatsächlich. Weil jetzt, wo ich 6 Stück habe, dann soll man die auch nicht so verschwenden. So, wir gehen mal hier rein. Hallo, guten Tag. Schnüppel mal ein bisschen. Ich glaube, da oben ist noch irgendwas, ne? Ja, er buggt ein bisschen viel. Ja, er buggt wirklich ein bisschen viel. Das ist eine Schammkiste. Aber hier ist einfach keiner mehr. Wo soll ich denn hier hin? Ach, da sind wir, da war kein Spaß. Also irgendwie ist es schon lustig, ne? Aber... Die Frage ist auch, wie viele Zombies fehlen. Gehört das Gebäude da vielleicht dazu? Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr, ne? Also irgendwie müssen die ja vielleicht verbunden sein. Ich gucke einfach mal. Hier steht ja immer noch drinnen bleibe und es ist alles noch grün. So, dann gehen wir hier einfach mal durch die Tür rein und hoffen einfach, dass es das so ist, ne? Ja, geil. Nein, nehmen wir das andere Werkzeug. Hast du nicht mehr. Einmal raus, einmal rein. Und dann sind wir schon drin. Na, 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 na. Also wenn es jetzt failt oder so, das hier ist doch bestimmt eine Falle. Wahnsinn. Das hier ist auch verbuggt. Das gehört dazu. Aber wir können die Bücherregale looten. Ja. Ja, es ist irgendwie nicht so ganz anwesend, das Gebäude. Das ist gerade auf Offline, ne? Also das merkt man. Es ist halt so, okay, ich bin zerbrochen. Oh, Alter. Ja, so kommt man dann schnell in den Keller.
Wir hoffen einfach, dass wir es irgendwie hinkriegen, die Quest zu machen, ne? Hm? Hallo? Hallo Welt? Meine Welt zerfällt. Okay, also ich bin ein bisschen perplex gerade, ne? Also ich bin auch so, irgendwie check ich das hier alles nicht. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Klingt zwar blöd, aber ist wirklich so, ne? Man will irgendwas erzählen über das Spiel oder so. Die Kiste ist weg! Das macht ja gar keinen Spaß, Mann! Liegt da noch einer? Nee. Einfach zu geil. Hallo Mäuschen. Ja, Moment. Ich spiele noch kurz fertig hier. Ne, und dann kriegst du von mir erst was zu essen. So, da klopft man dir mal lieber entspannter. Ne? Ich will auch nicht zu viel durch die Baggy-Wände hier springen. Weil nicht, dass ich hängen bleibe und das ganze Let's Play wär hinüber. Ne? Das wäre halt blöd. Ich ziehe zwar vor jeder Aufnahme eine Kopie, aber ich nehme ja immer eine ganze Woche auf einmal auf. Und ich habe keinen Bock da, dass da irgendwie eine ganze Woche raus ist. Oder ich zeige euch die Folgen und... Nee, hör auf damit. Das wird nur böse enden, wenn du so die Dinger da ausnutzt. Hier läuft's gerade noch. Da liegt ja mal nur eine. Das Auto fällt sonst aus dem Haus raus, ne? So, das nehmen wir mit. Weil das ist ja halt schade, ne? Boah, das ist ja Wahnsinn, wie schnell sich das Haus hier auflöst, ne? Irgendwas gelootet, boof, die Hälfte weg. Ich hab nur Schiss, dass ich wieder hier... Nee, loote nicht. Das ist falsch. Oh, Muni. Muni will ich. Hm, die ist entriegelt. Oh. Höp. Also Leute, man kann... Oh, guck mal, hier ist eine Tasche. Man kann zwar sagen, was man will. Also ich komme zwar kaum vorwärts. Aber irgendwie ist es schon lustig. Verschlossen. Ja, die müssen wir öffnen, weil ich habe ja keinen Laufweg, ne? Komm auch mal durch. Ah, die ist schon weg. Ah, das hier geht. Super. Ne, geht nicht. Shitty. Ja, das heißt, die hier wegknotzen bringt ja auch nichts, ne? Oh, das ist eine Mine. Pass auf, ich habe eine Idee. Nein, das Haus setzt sich nicht oder explodiert. Schade. Hedgeko. Oh! Da ist ja noch eine. Ja, die ist kaputt, ne? Die ist ausgelöst. Ja, die ist ausgelöst. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sollten mal versuchen uns. Ne, der ist definitiv. Ja, das können wir machen. Hier können wir durch. Wenn die jetzt weggehen. Ja, super. Da können wir, wenn der Dings jetzt nicht hier geht, der Kollege, da können wir da einfach mal drüber springen oder durchlaufen, ne? Aber scheint zu gehen. Hier waren wir schon, ne? Ja. Oben waren wir noch nicht. Wir gehen mal hoch. 16 überladen. Habe ich irgendwas, was ich nehmen kann dafür? Steroides. Ein bisschen Schiss, dass ich gleich wieder das Haus bugge. Ja, erstmal wach. Das ist schon mal gut. Ich kriege euch noch. Kein Problem. Entriegelt? Ach, danke, dass du zu mir kamst. Das ist eine gute Idee von dir. Oh, ist eine Waffentasche, ne? Oh, jo, direkt zwei Schockstäbe. 6 und 1. Was geht denn da, bitte? Ja, sind wir aber mega ausgestattet hier. Die ist entriegelt. Komm, geh mal da rein. Super. Du hättest schon mal ein bisschen melden können hier, ne? Ich weiß halt nicht, wo ihr alle versteckt seid, ihr kleinen Füchsen hier, ne? So, hör mal. Hier ist wieder so eine Tür. Hoffen wir mal, dass wir sie aufkriegen. Es ist doch natürlich schon... Ne, die bewegt sich nicht. Das weiß ich jetzt schon. Oder? Ne. Schade. Schade. Wir gucken mal hier so durch. Ja, den kann ich ja so schießen.
Vielleicht komme ich ja hier durch. Also, sie müssen halt mit mir spielen und ich muss mit denen spielen, ne? Ist ja klar. Also. Ne, er klopft irgendwas anderes durch. Ah, ne. Über den richtigen Frame hast du erwischt. Ich würde dir ja gerne helfen, aber. Ich wusste nicht, dass jetzt solchen Herausforderungen mir gestellt werden. Komm, geh mal hier hoch. Also, ich dachte mir schon, das Quest. Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab mich dezent erschrocken von dir. Ja, komm, ich hab da keine Lust drauf. Weil nachher gehe ich noch drauf. Ich behalte mir mal die Waffe. Vor allem, da mache ich noch ein bisschen mehr Lärm. Das ist auch gut. Immer Bewegung in der Bude. Der, er wird mich ja finden, wenn es soweit ist, ne? Jetzt nochmal Loot. Nehmen wir mit. Wenigstens ist der Loot hier gut. Kann man nicht meckern. Ich finde sowieso, dass ich irgendwie heute unfassbar Loot-Glück habe. Also die ganze Woche schon, ne? Nicht nur heute. Gut, für mich ist eine Aufnahme. Ah, ich krieg die nicht auf, ne? Doch, die ging. Die auch? Egal, ich nehme alles mit. Und dann klopfen wir mal aufs Bild und ist das Haus wieder weg. Ah, oh, ich glaube, der Trick ist wegzuschauen. Ah, hier scheint es nicht Buggy zu sein. Okay, halbwegs Buggy. Verschlossen. Hoffen wir mal, dass der eine, der dort steht, der letzte ist. Da hätte ich auch nichts dagegen. Kommst du da nicht durch? Pass auf, weggucken, hingucken. Ja, zum Glück geht's hier. Er kriegt die Tür aber von innen weggeklopft, ne? Der Block wird wieder stehen bleiben, ne? Gott sei Dank. Säubere Gebiet. Immer noch säubere Gebiet. Keine Chance, Leute. Ich überziehe die auch jetzt gerne, obwohl ich die ein bisschen kürzer halten wollte. Aber bei so einer schönen Quest, da kann man doch nicht aufgeben. Das geht doch nicht. Hier waren wir schon mal. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Komm, schmeiß den direkt wieder raus. Ach komm, ist egal. Behalte alles dabei. Macht viel mehr Sinn. Kann noch einer irgendwie zu mir kommen, bitte? Wir sind noch nicht durch. Die Frage ist, wo ist denn der noch, ne? Auf der Karte sehe ich das leider nicht. Ich baller einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht wird noch einer wach hier. Ja, macht Spaß. Irgendwie finde ich das schon lustig. Hier waren wir ja schon mal. Ist die Tür, die nicht aufgeht? Oder hast du jetzt mal überlegt? Jetzt können wir dich wieder klopfen, ja? Okay, du brauchst dann immer so Pausen zwischendrin, ne? Mach den weg. Ja, ich habe nicht genug Ausdauer. Ich glaube, hier in dem Spiel habe ich noch andere Probleme, wie nur meine Ausdauer gerade. Ah, jetzt ist sie weg. Man muss den Nachbarblock killen. Gibt es die Möglichkeit, irgendwie in dem Spiel unfassbar viel Lärm zu machen, dass man so auf einen Schlag alle anzieht? Das würde ich toll finden, weil das könnte ich jetzt gerade wirklich gebrauchen. Oh, der Raum ist erschienen. Das ist nicht gut, sowas, ne? Guck mal, da ist mal so eine kleine Station zum Putzen. Ja, es ist andersrum, ne? Eieieiei. Was für ein Gebäude. Hör mal, wie ich hier raus bin. Luten-Duten. Kann man mitnehmen. Jo, zwischendurch braucht man sowas. Ey, komm. Super. Eine Runde nichts. Also ich hätte schon ein bisschen mehr hier verdient, finde ich, ne? Hier ist hier draußen, aber hier ist gar nichts, ne? Boah, ich würde so gerne hier ein bisschen mehr randalieren, aber ich weiß ja nicht, wie ich noch mehr Lärm machen kann. Das ist halt das Problem, ne?
Da war ich doch schon dreimal. Ach, guck mal, hier bin ich doch durch die Decke gefallen, ne? Da sollte ich vielleicht mal hier... Hier irgendwie weiter. Pass auf, kann ich von hier dahin springen? Ja, und von hier dahin? Scheint zu gehen, aber hier waren wir auch schon, ne? Okay, da gehen wir noch mal hoch oder runter? Ach, guck mal, da geht's dann noch tiefer. Können wir uns dann einfach hier runterbuddeln? Ich hab nur ein bisschen Schiss, dass der mich jetzt... Scheint zu gehen, aber ich komme nicht weiter. Weggucken, hingucken? Nein, wird nicht besser. Lässt mich nicht runter, ne? Aber das ist ja noch ein kompletter Raum, das sieht man doch. Pass auf, ich bin 35 überladen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Komm, schmeiß jetzt einfach mal... Ne, pass auf, das kannst du anders machen. Die hier zerlegste, das schmeißt raus. Das zerlegste. Magnum, die will ich behalten. Ne? Oh, ich habe sogar eine Magnum Stufe 2. Okay, mit der will ich mal spielen, Leute. Mit der will ich mal definitiv spielen. Ja, guck mal, hier, Baby. Kann ich irgendwas in dich reinmonden? Nö, ne? Ich habe ja nichts. Das hier kann ich lernen. Das hier fliegt raus. Wo ist denn mein Jagdgewehr hin? Weiß ich gerade nicht. Aber der Loot ist gut. Zerlegen. Zerlegen. Den behalte ich definitiv. Den kann ich dann mal mit dem hier direkt mal verändern. Pass mal auf, wir machen es so. Also ich denke mal, das hier, das kriegen wir nicht gelöst, ne? Weil sonst wären wir schon weitergekommen. Verändern da rein. Zu. Muss ich noch gucken, welche Mods ich da reinkriege. Die rein. Aber die Farbe will ich auch noch rausnehmen. Super. So, und dann machen wir hier, zack, zerlegen. Verändern die Farbe wieder rein. Super. Okay, da gucken wir mal, den Speer zerlegen. Will ich nicht. Messing zerlegen. Das Öl, kann ich das auch zerlegen? Nein. Das Leder, nein, raus damit. Papier raus, Schaufel zerlegen, die zerlegen. Ich glaube, ich habe einen in der zweiten. Also zerlege ich ihn. Die Mods zerlegst du auch. Ja, die behalte ich mal, den Blutbeutel. Das kannst du essen. Zerlegen, zerlegen. Zerlegen. Raus, raus. Säure behalte ich definitiv. Raus. Die raus. Zerlegen. Geht gar nicht. Muss ein bisschen warten. Aber es sieht ja schon besser aus. Es sieht doch definitiv... Oh, zeig mal die Magnum hier. Guck mal hier, du kleines Schätzchen. Oh, geile Lade. Dings. Schieß mal. Die macht mal Lärm. Bam, bam, bam. Wo seid ihr, Ninjas? Kommt hier. Machen alle kaputt hier. Bam. Voll ins Rote. Das Bullseye. Guck mal hier, kann ich nicht aber trotzdem mich irgendwie hier durchmurksen? Doch, geht. In dem Bereich waren wir. Ja doch, wir waren hier. Okay, cool. Kann ich irgendwo hier noch hin? Aber ich möchte da runter. Ah, jetzt ist offen. Bitte back jetzt nicht hier durch, ne? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich ein bisschen in den Bedrock falle. Was nicht so geil wäre. Naja, okay, dann gucken wir mal hier weiter. Vielleicht kommen wir hier noch durch. Hier ist nur das da. Ah, hier geht's runter. Im Moment, war ich da nicht hier schon? Ich glaube schon. Hier sind wir doch schon mal hochgegangen, ne? Nein, ich höre einen. Der ist draußen. Der hat mit mir nichts zu tun. Mensch. Das ist blöd. Ja, noch ein bisschen rumschießen, ne? Zack, zack, zack. Hier soll es mal hochgehen. Hier geht es dann weiter. Also das Gebäude ist so stark verbuggt, Leute. Wir werden diese Quest hier niemals schaffen, ne? Habe ich ja schon mehrmals gesagt. Ist aber nicht schlimm. Hat trotzdem Spaß gemacht, ne? War eine coole Runde. So, und so schlägt man sich auch mal eine Nacht um die Ohren. Guck mal, da will ich beispielsweise nicht reinspringen, ne? Könnte wehtun. Ist da noch was drunter? Aber wenn ich da reinspringe, dann bin ich platt, ne? Also gehe ich mal davon aus. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, wie ich hochkomme. Ich glaube, ich möchte das Gebäude gern verlassen. Ich glaube, das wär die bessere Idee. Mal hier hin? Ja, hier war doch nichts.
Wo war denn hier der Aufgang? Oh oh. Kann ich denn da? Schaffe ich nicht, ne? Nee. Oh oh. Menno, Menno, Lamello. Ich muss hier raus. Ich weiß aber nicht wie. Wie bin ich denn hier runtergekommen gerade? Also. Hat die Treppe sich auch aufgelöst? Hör mal hier. Weißt du was? Ich gehe hier durch die Decke durch. In der Hoffnung, dass es klappt. Ist ja eh nichts. Ist ja nur Holz, ne? Wo sind wir? Alter, das ist eine lange Folge. Das ist eine sehr lange Folge. Ich baue mal hier noch ein bisschen ab. Vielleicht versagt die Statik auch irgendwann. Komm, schlag drauf. Super, mal weggucken. Ja, ist noch da. Müssen vielleicht eine Runde laufen gehen, bis die sich aktualisiert. Kann ich hier einfach durchspringen? Nein. Och, Leute. Wisst ihr was? Ich beende an der Stelle, weil es, ich glaube, es macht keinen Sinn mehr. Ich komme hier nicht raus. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt machen soll, für irgendwie hier aus dem Gebäude rauszukommen. Vor allem, da ja auch Nacht ist. Warum bin ich nicht... Ich hab da Schiss, wenn ich hier hingehe, ne? Guck mal, kannst du nicht da durch? Da ist doch nichts. Über? Und dann hier über die Tonne. Hier über den Rahmen. Nee, geht nicht. Und wenn ich hier... Pass mal auf, einen Rahmen setze. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen weiter, ne? Also immer noch nicht beendet, ich weiß, aber... Das geht nicht, bau den mal ab. Bitte verschwinde. Und nicht alles despawnen. Ja, lass... Kannst du einen Frame setzen? Ich sehe den Frame aber nicht. Ah, jetzt baut sich hier das Haus auch wieder auf. Weil hier kann ich nicht rausspringen, ne? Ich habe das Gefühl, der Krater wird immer größer. Pass auf, setz da mal einfach zwei Frames so hin. Und dann dritter. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie so rum rausframen, wenn sie die aktualisiert hat, ne? Pass auf, kann ich einmal vielleicht draufhauen? Nein. Okay, jetzt wird sie langsam nicht mehr so lustig. Kann ich hier durch? Oh, das tut weh. Hm. Ich müsste mich hier einbacken, ne? Also, okay, da klopfe ich den mal weg. Und dann hoffe ich mal, dass ich so langsam hier rauskomme, meine Güte. Was ist denn los hier, Junge? Läuft nicht so bei dir, ne? Komm, bitte spring weg. Natürlich nicht. Okay. Ich gehe nochmal zurück in den anderen Raum, dass ich mich einfach ein bisschen davon entferne. Mal gucken, ob wir es gelöst kriegen. So, dann wieder zurück, in der Hoffnung, dass er dann aktualisiert. Wisst ihr, was ich meine? Er möchte nicht aktualisieren. Das möchte er in der Tat nicht. Egal, was ich mache. Jetzt hänge ich hier drin fest, ne? Ohne Block, ohne irgendwas. Komm, oh doch, da war ich da oben, ne? Komm. Ducken. Komm, spring da rein und murks dich da durch. Komm, murks. Kannst du nicht da murksen? Guck mal, hier blockst du, ne? Aber da fällst du runter. Komm. Ne, geht nicht. Keine Chance, Leute. Ich habe wirklich ein technisches Problem gerade hier. Das finde ich nicht so schön. Ich mag das Spiel total gern. Ah, es ist frei. Geil. Es ist frei. Es ist frei. Wir haben ein weiteres Loch geschafft. Er hat es aktualisiert. Bitte verschwinde direkt. Machst du nicht, ne? Ne. Warum sollte der verschwinden? Warum sollte der so nett sein? Pass auf, kann ich hier einen Block draufsetzen? Komm bitte jetzt. Lass den Block doch einfach erscheinen. Oh Mensch, ey. Komm, klopfen den Nachbarn mal weg. Vielleicht haben wir Glück. Du bist ein 2500. Pass auf, wenn der sich jetzt aktualisiert hatte. Also der hat sich ja jetzt aktualisiert, die Decke, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier ein bisschen wieder rumwarte, ein bisschen rumlaufe und so, dann kann es ja sein, dass dieser Block da ja auch wegspringt. Dann hätten wir den und den weg. Und dann bräuchte ich dann noch den einen oben, da wäre ich ja sozusagen draußen, ne? Es ist auch noch hungrig, der Kerl. Auch noch. Steht in der Falle vom Spiel, weil es buggt. Wir kriegen die Quest nicht gelöst. Ist okay, macht Spaß in der Wüste, ne? Läuft hier. Pass auf, jetzt sind wir schon mal 44 Minuten. Das ist eine lange Folge, ne? Ich nenne die einfach... Keine Ahnung, wie ich sie nenne. Irgendwas mit Buggy. So, pass auf, guck. Hä? Ich wollte gerade sagen. Willst du mich gerade verarschen? Jetzt hat er den Rahmen dahin gesetzt. Wenn ich nur verstehen würde, wann er welchen Block setzt und wann er welchen Block entfernt. Ah, guck mal. Ah. Bitte lass mich ihn setzen. Ja, er ist da, aber er ist nicht da. Oh, Mensch, ey. Oh,
nee. Jetzt ist er da, siehst du? Okay, wir sind draußen. Okay, ich laufe hier aber auch raus und ich verlasse diesen Ort, ne? Oh, das ist mir so gruselig. Leute, wir haben... Wo ist mein Bike? Da steht ja auch irgendwo hier im Baggyland. Baggyland nennen wir es. Ja, ich nenne es Baggyland. Okay, sitz mal drauf und fahr mal weg schnell hier, weil das da bringt nichts, ne? So, Gebiet säubern. Das Gebiet kann mich mal, ne? So, jetzt sind wir mal wieder draußen. Wir lassen das mal sein. Guck mal, drinnen bleiben. Ich kann so weit fahren, wie ich will. So. Stufe 3 säubern, das säubern das Gebiet. Quest fehlgeschlagen. Ist ja normal. Was soll ich denn hier machen? Guck mal hier, es setzt sich auch nicht mehr wieder zusammen. Naja. Lohnt sich zu warten, für den Screenshot zu machen. Okay, Leute, ich bin aber raus für heute. Wir sind dann nächstes Mal, starten wir wieder beim Händler, wenn ich es nicht vergesse. Also vielen Dank fürs Zuschauen und welcome to the Baggyland. Ne? So, bis dann. Ciao, ciao. Schönes Wochenende noch, nicht vergessen.